guten Morgen. Boah, ich war gestern auf dem 25. Ne? Das war echt schon ein hartes Stück, du. Weißt du, jetzt habe ich eben gerade so ein bisschen so durch Instagram durchgesippt, so, ne? Weißt du, wie der das so auf den Sonntagmorgen den so machst. Die Alten, die sind im Urlaub auf Mallorca. Ich muss mich jetzt hier alleine um was kümmern. Also, ich mache mal kurz Licht an, um das zu demonstrieren, was ich gesehen habe. Pass auf. Ich eben durch Instagram durchgescrollt. Und dann siehst du ja manchmal so Damen oder so, die haben dann irgendwie 200 Millionen Follower. Und das Einzige, was du siehst, ist von denen an Content, ich versuche das mal zu demonstrieren, irgendwie, wie sie so vom Spiegel stehen so und irgendwie so den Arsch so raushalten und dann irgendwie so mit dem Handy vorm Gesicht so ein Bild machen so. Also wenn ich jetzt mit diesem Content anfange, ne, habe ich dann morgen auch die 10k voll? Das wäre echt geil, Alter. So, wir gehen jetzt füttern. Aha. Und dann zeige ich euch mal den Futtermischwagen und wie das alles funktioniert. Das habe ich euch versprochen. Bis gleich. So, ich habe gestern in weiser Voraussicht etwas mehr gefüttert. Ne? Weil, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so früh in Gang komme. Also, was heißt früh? Wir haben es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt 9:30. Ich habe gerade eingestreut. Ne? Du Süßer. Ja. Du auch. Und hier mein Flocki. Alle lieb hier. Ja, so. Wir gehen jetzt zum Geilomaten. Zum Triolit. Und dann führe ich das Ding mal vor hier. Also ich sag euch, das ist dieser Fall. Richtig geiles Gerät, jo. Guck's dir an, da steht's. Das Gerät und dieser zornige Deutsch davor. Meine Güte. So, wir haben hier hinten halt so mit Schneidschild, ne? Das ist richtig geil, so, wenn du hast dann halt einfach hinterher eine richtig geile, saubere Anschnittsfläche. Aber sehen wir alles gleich. So, ich fahr zum Silo. So, das hier ist mein Bedienpult, ne? Klappe links, Klappe rechts. Und dann hydraulischen Schützfuß. Rein theoretisch, den haben wir aber nicht. Dann hier Fahrwerk drauf und runter. Ne, damit fahre ich jetzt, ich fahre das jetzt runter und dann fahre ich gleich rückwärts in den Haufen rein. Ne, und hiermit kann ich dann das Schild bewegen und mit dem wir dann halt hoch und runter machen. So, ich mache das Fahrwerk jetzt runter. Dann so ein Itz wieder hoch, dass es so leicht rollt. Und dann fahre ich dann in den Silo rein. Und dann schneide ich da vorher, ne? Zack. Fahr das ein bisschen aus. So. So, ihr könnt das gerade mal im Detail angucken. So. Na, also ich bin jetzt hier, wir haben hinten eben diese Rampe gesehen, mit der bin ich jetzt hier so unters Gras halt runtergefahren. Und jetzt haben wir hier halt hinten schön die Messer, die das hier sauber abschneiden. Man sieht das auch ganz klar hier am Silo, unsere Anschnittsfläche. Die ist halt einfach richtig sauber, ne? So, wenn du jetzt nur mit so einer Greifschaufel oder mit so einem Raffer da reingehst, dann rupst du halt alles lose und dann hast du hier Luft rein und dann gammelt das und hier, ne, das ist halt noch richtig, richtig geil fest, so wie, weißt du, wie mit so einer Silozange abgekniffen oder so. Ich finde das Ding insgesamt persönlich sehr, sehr geil. Gut, ich fütter mal weiter. So, ich stehe jetzt im Kuhstall rückwärts reingeschoben hier, ne? Die Kleinen kriegen jetzt was. Ah, ich mache mal Belichtung an, so. So, Zapfwelle.
ne? So ein bisschen den Deckel da auf. Und versuche das hier mal so ein bisschen zu dosieren. Steht ein Auto. Also wenn er bei uns an der Tür steht und klingelt, dann wird ihm wahrscheinlich keiner aufmachen. Weil ich bin alleine zu Hause. Also Oma und Opa sind noch da. So. Mal hier bei den Mädels wieder an. Ich fütter den heute jetzt nicht ganz so viel. Weil da liegen halt noch Reste und das ist halt auch einfach zu viel gewesen, um das wegzuschmeißen. Und mal immer wieder zu, jetzt gucke ich einmal. Ah, ein bisschen kriegen sie noch was vorher her. Oh, mit einer Hand hier füttern und mit der anderen hier filmen, ey, das ist echt schwierig. So, ich zeige meine Bullen gleich nochmal, das ist ein bisschen heller. So. Arsch, ey. So. Ich weiß da hinten noch ein bisschen immer das Schneidschild hoch und kratze das von der Rampe da runter und dann schiebe ich das hier hoch oder passe ich. Weil das ist so echt krampf. So, Futter ist perfekt verteilt. Ne? Also, ich bin halt Profi. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Man sieht, wir haben eine sehr graslastige Ration. Ja, das machen wir halt einmal, weil wir es haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch deutlich wieder keuergerechter. Ne? Und so schlecht sind unsere Zunahmen dadurch jetzt aber auch nicht. Also das ist natürlich auch immer stark von der Rasse abhängig. Ne? Also wir haben Zunahmen irgendwo von 1350 Gramm beim letzten Durchgang gehabt. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Bei den Fleckies wird es auch da liegen. Jetzt, wenn man sich dann da mal die Wagyus da anguckt, ne, die werden das natürlich nicht haben. Also das ist halt auch mal rassenabhängig. Manchmal haben wir dann auch irgendwelche Schwarzwunden zwischen. Ne? Die sind dann halt nicht, die nehmen dann halt nicht so gut zu. Ne? Das ist dann halt so. Ne? Wir haben halt einfach dazwischen manchmal, weil ich kaufe dann immer so eine Gruppe von meinem ehemaligen Lehrhof. Ja, Milchvieh, und dann kaufe ich da mal irgendwie so diese Wagyu-Kreuzung weg oder ne, oder Belgier oder all irgendwie so ein Kram, was er alles mit einkreuzt. Naja, so. Ich muss jetzt erstmal das Güllefass jetzt zurückbringen zum Kollegen, der will nämlich morgen zu Zuckerrüben fahren. Deswegen melde ich mich später nochmal. So, wir finden uns am selben Tag zur vorgerückten Stunde. Also ich war eben beim Kumpel da, wo gestern der 25. war. Und die hatten ja einen Lokus oben mit einem Spanngurt aufs Dach gemacht. Da sind wir dann gestern noch hochgeklettert und dann bin ich da eben mit dem Teleskopleiter hin und hab dann, also das Fass habe ich weggebracht, ne? 27 steht er jetzt ohne.
Und dann habe ich mit dem Skrupler dann das Ding vom Dach geholt. Und dann auch gleich nochmal die Gunst der Stunde genutzt da und an der Anlage, weil wir dann beim Wasserhochdruckreiniger haben, den 724 auch nochmal gerade Korb übergewaschen. Bin jetzt auch wieder gut in Gang gekommen. Ich habe eben Kumpel hat Mettbrötchen. War ja nicht sicher, eben erstmal schön Mettbrötchen gegessen. So. Wollen wir noch irgendwas zum Füttern sagen oder haben wir das vergessen? Ah, egal, ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. So, ich wünsche einen angenehmen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video.